Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute mache ich einen leckeren Birnentorten und ein bisschen so winterlich geschmückt in mehr so Blautöne. Und natürlich, wenn ihr Interesse habt, wie habe ich diese Torte gebacken, dann bleiben sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, ein gesundes neues Jahr und wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dann! Wir fangen damit, dass wir erstmal die 7 Eier trennen von Eiweiß und Eigelb und werden wir, bevor wir den Teig zubereiten, erstmal die Eischnee aufschlagen, dann sparen wir uns einmal abwaschen. Zu den Eiweiß gebe ich so eine Prise Salz und werde erstmal aufschlagen. Und wenn es dann richtig schön schäumig ist, können wir auch den Zucker anrieseln lassen. So, unser Eischnee ist fest. Jetzt können wir den Teig zubereiten. Die Schokolade habe ich schon auf dem Wasserbad, hier auf dem heißen Wasser, schmelzen lassen und etwas sozusagen abkühlen lassen. Jetzt nehmen wir abgewogene Butter, bisschen Salz und werden wir erstmal Butter mit Salz aufschlagen. So, schaut, der ist richtig schön glatt, cremig. Geben wir jetzt die Schokolade da rein. Und wir können auch gleichzeitig jede einzelne Eigelb unterrühren. So, das haben wir. Jetzt werden wir Mehl, ich habe die schon durchgesiebt, und Backkakao auch durchsieben. Gebe noch ein Teelöffel von selbstgemachter Vanillezucker oder ihr nehmt so vielleicht 2 Päckchen Vanillenzucker. Und wir können auch jetzt nebenbei unseren Backofen anmachen auf 190 Grad Ober-Unterhitze. Werden wir jetzt Mehl mit Backpulver und Vanillenzucker unter unsere Masse unterheben. Und dann der restliche. So, und werden wir auch schon gleich unsere Eiweiß, bevor ich es nicht vergessen habe. Eigentlich es muss erstmal Eiweiß und dann Mehl, aber naja. Und dann der restliche Eischnee. So, erstmal macht ihr bitte Eischnee rein und dann Mehl. Dann ist das viel einfacher, Mehl unterheben. So, haben wir das? Jetzt nehmen wir eine Form. Meine Form ist 28 cm Durchmesser. Ich gebe auch Backpapier drauf, weil es dann viel einfacher auf die Gitter zu ziehen, zum Abkühlen. Und dann müssen wir auch bestreichen. Und dann geben wir unseren Teig in die Springform. Noch einmal kurz umrühren. Glatt streichen. Und backen wir unseren Kuchen ungefähr so 20 Minuten. Mit Stäbchen bitte den Test machen, weil jeder Backofen ist unterschiedlich. So, und jetzt geht es in den Backofen. So, bis das unser Kuchen im Backofen, können wir es weitermachen. Wir brauchen eine Dose Birnen. Ich habe jetzt meine eigene. Das ist jetzt ein Glas von 2018. Schaut, wie toll sieht aus. Nicht mal die Flüssigkeit dunkler geworden oder sowas. Nix. Obwohl wir haben diese Birne gar nicht angekocht. Nur heiß abgefüllt. So schön sehen die aus. Jetzt raus auf den Sieb. So groß. Schaut, wie die Konsistenz, nicht zu weich, nicht zu hart, einfach perfekt. Wir brauchen auch ein bisschen Saft von den Birnen. Lassen wir die erstmal ein bisschen abtropfen. So, jetzt werden wir noch eine Creme kochen. Ich habe jetzt mich hier abgewogen, 125 ml von den Birnen den Saft gebe ich in den Töpfchen. Dann
ein Esslöffel Zitronensaft und ein Päckchen Vanillinzucker. Das stelle ich jetzt auf den Herd und koche es auf. Bis das Ass aufkocht, werden wir uns noch Speisestärke anrühren. Nehme ich ein so ein und vielleicht noch halber Teelöffelchen von der Speisestärke und ein bisschen noch von dem Birnensaft sich anrühren kann. Und wenn das unserer Saft da aufkocht, werden wir das zufügen und aufkochen, so dass es so dickflüssig wird. So, den Saft abgekocht, habe ich die Speisestärke angerührt. So, jetzt dickflüssig ist das. Und jetzt lassen wir das abkühlen. Unser Kuchen ist fertig. Habe ich schon auch mal probiert mit den Stäbchen. Stäbchen kommt schön trocken raus. Lasse nur ein paar Minuten erstmal in die Form abkühlen. Dann mache ich die Form ab und ziehe auf die Gitter rüber zum Abkühlen. So, unser Kuchen ist jetzt abgekühlt und wir können jetzt das weitermachen. Erstmal werde ich ihn einmal durchschneiden. So, und dann kann ich eine Seite jetzt schauen, wie es aussieht. Schaut, sehr schön. Mache ich hier. Und die andere schon auf den Tortenplatte übertragen. So, stellen wir es mal an die Seite und werden wir es mal Schlagsahne aufschlagen. Werden wir jetzt das Sahne aufschlagen mit etwas Puderzucker. Kann man noch ein Päckchen Vanillinzucker dazu geben oder Vanillearoma in meinem Fall nehme ich. Wenn es wird kompliziert mit Sahne aufschlagen, kann man das natürlich auch sahnefest dazu geben. Fast nicht vergessen, die Folie abzumachen. Ich schlage erstmal ohne Sahne fest und dann sehe ich, wie gut qualitativ ist Sahne. Manchmal braucht man schon Sahne fest, aber größte Teil braucht man das gar nicht. So, nach 3 Minuten aufschlagen, sieht nicht so ganz gut aus. Dann gebe ich ein Päckchen Sahne fest dazu. So geht's schneller. Und habe ich jetzt nur ein Päckchen gebraucht. So mache ich immer. Erstmal schlage ich auf und dann sehe ich, ob ich es brauche oder nicht. Und heute haben wir das doch gebraucht. Und ich habe nur 2 Esslöffel von Puderzucker gebraucht. Ja, die Vanillearoma haben wir vergessen. Kann man auch ohne, aber nicht schlimm. So reicht. Das ist so, wenn man gleichzeitig so viele Sachen macht, dann wird immer das oder das vergessen. So viel möchte man gerne vorbereiten zu dem Fest. So, wir nehmen erstmal erst den Boden und schneiden wie dann oben drauf die Birnen, so Spalten. Ich schneide gleich und lege drauf. Dann weiß ich, wie viel ungefähr brauche ich und muss nicht zu viel schneiden. So, und werden wir unsere Birne jetzt mit unserer Birnensoße, was wir jetzt gekocht haben und abgekühlt, werden damit begießen. Es ist fast wie Tortenguss geworden. So, gerade richtig. Alles schön bedeckt. Und jetzt setzen wir unseren zweiten Boden oben drauf. Und bestreichen wir unsere Torte komplett mit der Sahne. Auch an die Seiten. So, einige Maße haben wir jetzt glatt gemacht. Ich bin auch keine so eine Profi-Bäckerin, aber versuche mein Bestes immer. So, ich glaube, das wird schon ausreichen. Es ist alles schön glatt von allen Seiten. Und jetzt kann man natürlich nach, egal welchen Wunsch, jetzt dekorieren. Weil es jetzt winterlich, dann habe ich gedacht, ich werde einfach nur diese Winterstreusel drauf machen. Und das war's. Schön bläulich. Eventuell kann man auch natürlich mit den Schokolade bestreuen oder begießen, weil Birne und Schokolade, die mögen sich. Einfach, schlicht und einfach. Eventuell von der Seite könnte man auch
was bisschen machen mit den feineren Streuseln. Zuerst wollte ich eigentlich noch Birnenspalten obendrauf machen, weil es ist Birnenkuchen. Aber jetzt so schlicht wie es ist, gefällt mir sehr. Das Einzige, was ich jetzt mache, das noch mit meiner übrig gebliebenen Sahne-Tüpfchen obendrauf stelle. Dann ist unsere Torte fertig. So, meine Lieben, mein Meisterwerk ist fertig und jetzt muss ich ihn schnell in den Kühlschrank stellen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Es muss man nicht unbedingt zum Silvesterparty das machen. Es kann man einfach mal ans Wochenende machen. Es ist schöner winterlicher Kuchen oder Torte oder zum Geburtstag kann man sogar machen. Schmeckt gut, sieht gut aus, was will man da noch mehr? So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Ich wünsche euch eine schöne Kaffeezeit. Bleiben Sie gesund, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!